Und da sind wir auch schon wieder in The Forest Schnitt Staffel 2, den Weichert und den Kalana. Zum Wohnsinn mal wieder. Ganz lange ist es her, dass wir aufgenommen haben. Ja, ganz 20 Sekunden. Musst du das denn unbedingt verraten? Psst. Oh, psst. So, ich habe mal die Stickmans hier aufgefüllt und ich kann immer noch nicht trinken. Das ist äußerst suboptimal. Ja. Nee. Ich hatte das Gefühl, dass im Multiplayer halt, dass mit dem Trinken teilweise nicht vernünftig funktioniert. Ich nehme nochmal meinen Eimer zur Hand hier, den Pott, weil das beim letzten Mal hat das funktioniert. Hier oben in unserer kleinen Dingsbums. Ich habe noch nicht mal einen Eimer. Oder? Doch, ich habe einen Eimer. Sag mir das doch. Ah, hier, bei mir funktioniert das. Ich glaube, man muss einfach nur im richtigen Winkel am Ufer stehen. Und dabei nach unten dann gucken. Yep. Bei mir hat es auch funktioniert. Ja, dann gehe ich oben das Feuer. Yep. Es ist interessant, wenn man jetzt mit dem Eimer in der Hand springt, das Wasser, das bleibt trotzdem drin. Also, das ist sehr stabiles Wasser. Ach stimmt, man kann ja auch Sachen kochen. Dann kochen wir uns doch mal ein Süppchen. Echsenhaut, Hasenfell, Rehfell. Das bringt mir aber alles gerade gar nichts. Ich hoffe, das wird jetzt auch was, das Süppchen da, weil ich bin gleich tot. Also bei mir hat's was gebracht. Jetzt nicht viel bei mit Hunger, aber auf jeden Fall verdurste ich nicht. Oh ja. Das hat wirklich gut was gebracht gegen Durst. Gegen den Durst. Alter Pott. Habe ich meinen Pott überhaupt aufgehoben? Ja. Das wäre es noch. Einfach den Pott liegen lassen. Ich glaube, ich baue hier nochmal ein neues Wasserteil hin und hoffe, dass das diesmal funktioniert. Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass es tatsächlich einfach war, dass da ein Baumstamm drauf geknallt ist. Und dadurch dann der zerstört wurde. Weil das Baumhaus scheint ja auch minimal beschädigt zu sein und ja, die Falle auch. Aber da muss hier irgendwie irgendwas drauf geknallt sein. Die Falle hat einen abgekriegt, nachdem ich sie ausgelöst hatte. Ach so. Da war ich ja blöder dumm und gelaufen. Ja, du, passiert. Das Kanickel bringe ich euch immer nicht um. Unser Mümmelmann fühlt sich ja sonst einsam. No. Na, mein Kleiner, hier, guck mal, da hast du Gesellschaft. Da, ich hab den. Da ist ein Kumpel. Der irgendwann gegessen wird. Gott, sind die niedlich. Es ist schon irgendwie niedlich. Och, hör mal, Männchen. Hi. Hallo. Na, Mümmler? Okay, kein Hunger mehr. Kein Durst mehr. Trockenfleisch haben wir auch noch genügend. Ja, denn? Ich lege mal alle Steine ab, die ich noch dabei habe. Stickies habe ich keine mehr. Gucken wir, ob ich Steine noch ablegen kann. Ja, ich kann Steine ablegen. Ich überlege gerade, wo das jetzt nochmal war. Mit der Map. Wir brauchen immer noch die Map. Ohne sind wir irgendwann echt aufgeschmissen. Ich gucke gerade nochmal eben schnell nach Stiggy die Stickmans.
damit meine Sticky-Tasche dann irgendwann wieder voll ist. Da sind Sticks. Irgendwas hat mich da gerade im Wald angebrüllt. Was ist das da vorne? Babys. Dann ist Muschiklaus nicht weit. Oder einer von den anderen. Oh, Entschuldigung. Entschuldige. Oh Gott. Die Biester haben mich gerade so angebrüllt. Oh, ich hasse diese The Forest Babies. Ich glaub, okay, das, dann könnte es jetzt gleich unangenehm werden für uns. Ich glaube, es ist hin. Ich höre hier irgendwas galoppieren. Ja, es ist hin. Hallo, fuck you! Und tschüss. Ja, und tschüss. Baumhaus? Ja, Baumhaus. Aber seit wann ist der grau? Ist mir egal, ich will nur hier weg. Ich hatte den irgendwie nicht in grau in Erinnerung. Also. Zappel Jonas, ne, Thrombose Jonas war das noch nicht. Ich will ins Baumhaus. Da ist es sicher. Schaffst du es denn? Ja. Ich glaube, ich habe ihn abgehängt. Ich glaube, der ist weg. Geht trotzdem nach oben. Ja. Erstmal. Ich will mal irgendwas ausprobieren. Es wäre schön, wenn ich ihn hier hinlocken könnte. Ernsthaft? Es regnet. Oh, ist doch schön. Ist ja schön, wenn ich ihn hier auf so einen Blätterhaufen locken könnte. Und dann einfach anzünden. Wo ist der? Der ist weg. Ich kann mir keine Pfeile mehr machen. Ja, du kannst nur eine bestimmte Anzahl tragen. Ich kann keine mehr machen, ich habe nämlich keine Pfeile. Oh, hast du keine Federn mehr? Nee, ich guck mal nach Vögelchen. Ich kann dir sonst gleich welche geben. Ich guck nur gar einmal nochmal, wo der ist. Ich weiß nur nicht mehr, wie der hieß. Das weiß ich auch nicht mehr, also ich also weiß... Muschiklaus war das nicht und Thrombose Jonas war das auch nicht. War es nicht Galoppelheinz? Ja, stimmt, Galoppelheinz. Wie auch immer man auf solche Namen kommt. Ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir auch einfach mal einen eigenen Namen für ihn haben. Blöder Kackspaten. Also wie der rumgewackelt hat mit seinen Armen, ich würde schon fast Labberarme oder sowas sagen. Ne, der ist weg. Gut. Also zumindest hier vorne ist er nirgends. Ich wusste doch, dass mich da irgendwas angebrüllt hatte. Ich hab die hier eine. Hier, ich hab Federn. Jetzt wusste ich, wo du bist. Direkt hinter dir. Ah. Ich kitzel dich mit der Feder am Auge. Habe ich dir jetzt eine einzelne gegeben oder. Ah ne, 5 Stück müssten das gewesen sein. Nö, der ist weg. Ich habe ein paar Pfeile drin, immerhin. Weil wohl oder übel sind. Da ist ein Baby. Das heißt, der läuft hier irgendwo. Aber in die Richtung müssen wir ja tatsächlich, wenn wir die Map finden wollen. Erwischt. Und zerlegt. Das Schöne ist, mit der Keule und ein Tuch dran, wir können ihn notfalls an den Brand setzen.
Oh ne, das sind nur Rehe. Oh. Ich dachte gerade, die Rehe da, das wäre er. Ich glaube, da unten, oder das ist nur ein Schatten vom Baum. Also da, wo die Rehe hinter dir sind, aus der Richtung kam das Baby. Glaube ich. Oder kam das aus der Richtung? Aber in die Richtung, in die ich gerade laufe, müssen wir, glaube ich, um das Dorf zu finden. Ich laufe lieber ein bisschen vorsichtiger. Da ist ein Teich und ein komischer anderer Baum. Ich habe hier was gehört. Ich auch. Das Schöne ist, wenn wir schleichen. Teilweise laufen die an einen dann auch so vorbei. Aber hier ist auch nichts, oder ich sehe es nicht. Nee, hier bei dem Baum ist nichts. Ach, da bist du. Oh. Hi. Hab schon gedacht, ich hätte dich verloren. Ich crouch hier mal lieber lang. Bin nämlich nervös. Ja, ich laufe hier nämlich deswegen auch schon extra etwas langsamer. Habe ich da was gehört? Wissen? Fuck. Ich sehe deinen Namen. Die sind hinterm Baum. Hi. Ich habe deinen Namen gerade nicht gesehen. Ein Stein. Bäh. Lass den Scheiß. Alter, lass das. Da sind Koffer. Aber die interessieren mich jetzt gerade gar nicht. Stofffetzen und so weiter haben wir ja genug. Kommt mir irgendwie bekannt vor hier. Ja, irgendwie. Es gibt ja ein so ein ganz großes Dorf, wo auch dann so ein Loch ist, wo man reinklettern kann. Und genau das suche ich nämlich gerade. Aber das hier kommt mir tatsächlich auch bekannt vor. Haben wir hier uns nicht mal auf der Lichtung eine große Hütte gebaut? Das kann sein. Vor anno dazu mal. Jedenfalls hier auch noch mal ein kleiner Teich, etwas Aloe. Meins. Gucken, ist das sauber? Glaube nicht. Ach doch. Doch? Also ich konnte zumindest trinken, mir ist nicht viel passiert. Okay, sauber ist was anderes. Ja, ich habe hier auch gerade reingestrohlt. Ja, danke. Gerne. Und Mit großer Freude. ich habe mich schon über den Ammoniakgeruch gewundert. Lalalala, einmal Muschi. Was ist da vorne? Ah, ich weiß, wo wir sind. Aha. Oh, hier baue ich mir einen Marker. Ah, nee, das ist doch nicht der Teich, was ich dachte. Hier waren wir gerade eben schon. Ja. Das ist toll. Ja, Voll teilnahmslos. das ist ein bisschen blöde, dass man ohne Map dann halt nicht weiß, wo man hin muss, ne? Ah, Aber es ja. Auch. lag auch etwas höher, das Dorf. Das kann sein, weil hier geht ja auch so ein Trampelpfad lang. Und hier haben wir vorhin ja geräubert. Genau. In der letzten Folge. Oder Oder der der vorletzten. vorletzten.
Ich habe den Innerhalb der Impact letzten drei verdient. Folgen auf jeden Fall. In irgendeiner der letzten halt, ne? Genau. So. Aber die kleinen Tannen hier versperren einen gerade etwas die Sicht. Die eine habe ich gerade aus Grell einfach mal weggeflockt. Hier sind Behausung. Waren wir Wenn hier du auch so schon mal? reagierst, fange ich an, nervös zu werden. Lass das. Da lief einer. Es ist kein Galoppelhain, sondern einfach nur ein Eingeborener. Ein Ureinwohner. Hier liegen verflucht viele Ach, hier Dinge. sind wir. Okay, wir sind einmal fast im Kreis gelaufen. Da ist das Flugzeug. Ach nee, ich hab da nicht einen Einwohner gesehen, ich habe von weitem durchgesehen. Oh Mann. Ja, besser den für einen Einwohner halten und vorsichtig sein, ne? Dann müssten wir eigentlich noch weiter in die Ey, Richtung. ey. Wann? Fuck, ich wollte gerade echt fangen. Was denn? Hey, Maika. Fang. Wo ist er hin? Hier vorne. Egal. So, einmal zum Viehzeug. Genau, einmal zum Flugzeug. Wenn ich meinen, wir müssen Tralalalalala. dann in die entgegengesetzte Richtung. Sonst laufen wir ja gleich wieder auf die Basis zu. Na, hat der Pilz geschmeckt? Ja. Deliziös. Ich meine, in die Richtung war das Dorf. Da war noch eine Mahlzeit im Flugzeug. Ja, nice. Gönn dir. Erstmal rumrennen. Bam, bam, bam. Oh, das ist ein Effigy. Ich verstehe auch nicht, dass wir keine Effigies im Multiplayer bauen können. Was man früher ja ohne Probleme konnte. Da haben wir uns ja richtige Kunstwerke aus Körperteilen gebaut. Das klang jetzt irgendwie nicht gut, oder? Nein. Er nimmt da wieder die Flugbegleiterin auseinander. Die Dame, die war irgendwie, die mochte mich. Die wollte von mir benutzt werden. Das klang falsch. Das klang so falsch. Ja, das klang sehr Lalala. nekrophil. Also ich mache jetzt hier gerade etwas Kunst. Das klang sehr, sehr, sehr nekrophil. Hallo Vögelchen. Tut mir leid, Also, Vögelchen. Aber ich das sind brauche dein Kohl Fleisch. und ein Pilz. Kann man den essen? War der gut? Nein. Der war nicht gut. Ich will nur irgendwie das Stück Fleisch eben schnell fertig braten. Ja, das ist eine sehr famose Idee. Ich Aber ich müsste auch brauche noch nichts irgendwo zu essen und nichts zu trinken. einen Screenshot davon haben, als wir mal zu dritt auf The Forest gespielt haben. Wo wir dann einfach das Flugzeug als Basis gebaut haben. Gott, haben wir das oft gemacht. Ja, aber nie im Let's Play. Dass man da einfach so einen Halbkreis um das Flugzeug gezogen hat. Weil der Rest vom Flugzeug ist ja sicher. Und teilweise dann auch richtig mit so Baumhäusern verbunden oder Plattformen. So, jetzt brauchen wir nur noch einen Platz zum Schlafen. Ja, oder wir müssen tatsächlich die Nacht durchmachen. Och nö. Da habe ich ja keine Lust drauf. Ich würde sagen, wir rennen ein kleines Stück hier in die Richtung. Und notfalls müssen wir uns dann gleich so ein Mini-Shelter bauen. Ein Einmal-Schäfer. Ja. Weil ich meine, das war in die Richtung, was ich suche. Oh, hier geht es aber tief runter.
Ich habe wieder so ein Formflugbegleiterinnen-Outfit an, als Kerl. Macht doch nichts. Wow. Auch Männer dürfen Flugbegleiter sein. Ich folge dich. Ich sehe überhaupt nichts. Ich auch nicht. Ach komm, wir bauen uns hier vorne direkt ein Mini-Shelter, oder? Ja. Wo haben wir es denn da? Wir sind nämlich gerade sehr weit weg von zu Hause. Oh, und wir können noch nicht schlafen. Ja, toll. Etwas Licht. Und da hinten, der Mond ist aufgegangen. Und Ich habe mir mal ein Lurch auf den Grill gehauen. tatsächlich weiß ich den Text nicht mehr weiter. Dabei mussten wir solche Lieder mussten wir solche Lieder früher auch im Musikunterricht singen. Wir mussten nur so eine Scheiße machen. Und dann wundert man sich, dass Kinder bestimmte Schulfächer so extrem hassen, wenn man nur so eine Scheiße im Unterricht hat, oder? Jo. Nom 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 nom. Ich habe leider nichts mehr zu essen dabei, aber ich habe auch noch keinen Hunger. Ich auch nicht, aber mir war gerade danach, etwas auf den Grill zu schmeißen. Und eine Heidelbeere tut's auch. So eine Heidelbeere, so zum Abendbrot. Ja. Und wir können wieder schlafen. Oh, nice. Oh, Dann. nice. Würde ich sagen, in der nächsten Folge werden wir das Dorf bestimmt finden. Ja, und von meiner Warte aus sogar in der nächsten Aufnahme. Genau, in der nächsten Aufnahme, der nächsten Folge und der nächsten Aufnahme. Bis Na dann, dahin. bis zum nächsten Mal.